Irgendwann ist es an der Zeit, da müssen die angesäten Gemüsepflänzchen pikiert werden. Ja, was nehme ich dann für eine Erde? Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ja, was nehme ich da für Erde? Normalerweise sagt man, dann nimmt man die Pflanzerde oder. Ja, wenn man jetzt gerade keine hat, was macht man dann? Also, ich habe schon einmal schon zum Pikieren die Ansaaterde genommen, weil ich einfach keine andere hatte. Ich konnte auch nicht in den Garten rausgehen und Gartenerde holen oder so, weil nämlich der Boden gefroren war. Also habe ich Ansaaterde genommen, habe da meine Pflänzchen schön pikiert damit in der Ansaaterde. Und wie sie dann angewachsen waren, das sieht man ja dann, wenn die Blätter oben dann langsam wieder die neuen austreiben, dann habe ich meinen organischen Biodünger, habe ich diese Pellets reingesteckt und dann war die Erde ja auch gut. Später dann, wenn es in den Garten kommt, kommt ja auch Kompost und so dazu. Also das fürs Erste reicht es dann vollkommen. Aber man muss dann schon düngen. Eben mit meinen Pellets habe ich das gemacht. Düngen muss man deshalb, weil die Ansaaterde hat keinerlei Nahrung für die Pflanzen. Also die ist total ungedüngt. Deswegen nimmt man auch zum Ansehen Ansaaterde, weil die Ansaat selber, also wenn die aufgehen und so, da soll kein Dünger drin sein. Es soll keine Erde sein, die gedüngt ist oder Dünger drin hat. Ja. Dann die nächste Möglichkeit, ist die Pflanzerde. Kann man kaufen überall, Pflanzerde, da ist schon ein bisschen Dünger drin, speziell nicht zu viel, also ist schon ein wenig abgestimmt, kann man genauso gut machen. Wenn man das aber auch jetzt nicht machen will oder kann, man kann dann die Gartenerde nehmen, wie ich jetzt vorhin schon erwähnt habe. Ich mache das meistens so, wenn der Boden nicht mehr gefroren ist, dann hole ich mir schon Gartenerde und stelle die in einen Eimer, stelle sie ins Gartenhaus und wenn ich dann eine brauche, dann habe ich eine, die nicht gefroren ist und kann die auch verwenden. Ne? Und wenn ich dann die Gartenerde zum Pikieren nehme, dann gebe ich aber ein bisschen Kompost dazu. Also nicht viel, weil am Anfang ist das für die kleinen Mini-Pflänzchen, sage ich jetzt, ist das noch zu stark einfach. Aber ein bisschen was, damit schon eine ganz kleine Nahrung da ist. Und ich zeige euch jetzt einmal, das da ist die Ansaaterde. Also die ist ganz locker, ne? Ungedüngt, da ist gar nichts drin. Ist wirklich rein zum Ansehen. Und wenn, dann muss man, wie ich gerade erwähnt habe, ein bisschen Dünger dazugeben dann. Das andere, das ist die Gartenerde. Auf der Schaufel habe ich da Kompost drauf. So eine, anderthalb Schaufel auf so einen halben Eimer Gartenerde gebe ich da. Da innen die Gartenerde. Und das streue ich dann rein und vermische das aber gut. Dass das wirklich, also da sieht man, dass die Gartenerde ist wieder ganz anders, wie der Kompost war. Und das vermische ich dann ganz gut und damit kann ich dann auch meine Pflanzen pikieren. Ich meine, es gibt auch noch Erde extra für Tomaten und extra für Gemüsepflanzen und so weiter. Aber wer einen Garten hat und hat Kompost und so, das braucht man nicht. Also hat man eine schwere Erde im Garten, dann kann man auch einmal ein bisschen Sand drunter mischen, dass das ein bisschen lockerer wird. Also auf jeden Fall keine stark gedüngte Erde nehmen zum Pikieren. Keinen reinen Kompost. Das ist einfach zu stark noch für die kleinen Pflanzen. Oder Pflänzchen, sage ich jetzt. So, jetzt habe ich gemischt. Also man sieht es. So. Moment. Hier. Man sieht dann schon den Unterschied. Ich muss mal erst die Schaufeln raus tun. Sonst fallen mir die dann noch ganz raus. Hier, man sieht jetzt schon den Unterschied. Die Ansaaterde ist also wirklich ganz, ganz leicht und locker. Die Gartenerde ist schwerer. Ein bisschen Kompost noch rein. Man kann also, wie gesagt, ein bisschen Sand auch rein tun, wenn man will. Aber bitte keine richtig oder reinen Kompost nehmen. Das vertragen die kleinen Pflänzchen nicht. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, welche Erde man wann nimmt und wie man die zusammenstellen kann. Und wer noch was zum Ansehen hat, auf der Seite ist ein Link. Da könnt ihr mal draufklicken und könnt das Video anschauen. Ansaattipps sind es. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss.